November 1970. Bremen hatte bisher noch keine Universität und die Bauarbeiten für die Errichtung einer Universität liefen jetzt auf Hochtouren, denn sie sollte 1971, also im Jahr darauf, eröffnet werden, sollte ihren Betrieb aufnehmen. Und was wir hier sehen, ist ein Schnappschuss vom Richtfest für drei Neubauten, die jetzt nach 4 Monaten im Rohbau fertiggestellt waren. Und man sieht den Gründungsrektor der Universität, Thomas von der Fring, und rechts neben ihm den Gründungskanzler Hans-Heinrich Maas, die sich also über das Richtfest freuen für drei neue Universitätsgebäude. Und ja, auf den zweiten Blick sieht man, dass Thomas von der Fring eine Wäscheklammer am Kragen trägt. Und auf den dritten Blick erkennt man, dass auf dieser Wäscheklammer sogar etwas draufsteht, nämlich I like Richtfest. Und das Ganze hat eben auch einen Hintergrund, eine kleine Geschichte. Es sind Bedienstete der Universität, die ja gerade im Aufbau war, auf der Baustelle erschienen und haben so eher spaßhaft für eine Richtfestreform demonstriert. Also in Anlehnung daran, dass diese neu gegründete Universität ja sich als Reformuniversität verstand. Und sie haben demonstriert, weil sie selbst nicht eingeladen waren zum Richtfest. Und das wiederum hatte zum Hintergrund, dass, um Kosten zu sparen, neben den Bauarbeitern nur eine kleine Zahl von weiteren Gästen beköstigt werden sollte bei diesem Richtfest. Und die Teilnahme daran wurde ausgelost. Thomas von der Fring hatte das Glück, er hat tatsächlich per Los dann gewonnen und durfte an dem Richtfest bzw. diesem Teil des Richtfestes teilnehmen. Ja, ursprünglich sollte die Universität erst im Herbst 1973 eröffnet werden. Man hat den Eröffnungstermin allerdings vorverlegt auf den Herbst 1971. Das heißt, knapp ein Jahr nach diesem Richtfest schon sollte der Betrieb aufgenommen werden. Man hat also wirklich unter Hochtouren hier die neue Universität errichtet. Und 1971 war es dann soweit und die Universität ging in Betrieb. Hintergrund dafür war, dass man in der Bundesrepublik eben einen erhöhten Bedarf an Hochschulabsolventen hatte und daher eben wurde die Eröffnung der Universität vorverlegt.